Stellen. Ja, natürlich sind auch unbefristete Stellen. Also bei BMW zum Beispiel, die stellen unter dem Druck der Gewerkschaften und des Betriebsrats gerade eine Reihe von Zeitarbeitern unbefristet ein. Aber es war sehr lange so, dass gerade in der Automobilindustrie ein hoher Anteil von Zeitarbeitern war. Und es gab, was es früher auch nicht gab, Werkverträge, also die ja noch viel schlechter bezahlt sind als Zeitarbeiter, sodass man nicht nach dieser simplen Formel, die es früher immer gab, die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen, so einfach funktioniert das meines Erachtens nicht, sondern man hat eine Formel, die stimmt. In dem Augenblick, wo die Gewinne steigen, steigen die Ausschüttungen an die Aktionäre. Das kann man nachvollziehen in den letzten Jahren und damit steigen die Aktienkurse. Alles andere ist meines Erachtens kein eindeutiger Zusammenhang. Denn wenn man sich die Arbeitsplätze anschaut, in vielen Bereichen, wo die Gewinne sprudeln, da haben die Arbeitsplätze nicht zugenommen, sondern es gibt Bereiche, wo die auch abgenommen haben. Als einen Grund nennen Sie auch die Tatsache, dass diejenigen, die in einer Art von Elite, zum Beispiel auch in der Wirtschaft, verantwortlich sind, dieses, was Sie als soziale Schere bezeichnen, ja gar nicht spüren, gar nicht mitbekommen, gar nicht registrieren oder gar nicht registrieren wollen. Was sind das für Leute? Was ist das für eine Elite? Naja, es sind im Wesentlichen Personen, die schon in begüterten oder auch reichen Verhältnissen aufgewachsen sind. Also wenn man sich so die deutsche Kernelite anguckt, das haben wir gemacht, also diejenigen Personen, die die 1000 wichtigsten Machtpositionen in Deutschland bekleiden, also Wirtschaft, Politik, Verwaltung und so weiter und so fort, dann stellt man fest, dass 2 von 3 aus den oberen 3,5% der Bevölkerung stammen. Das heißt, die stammen aus Familien, die zumindest wohlhabend waren, also ich sage mal Oberlandesgerichtsräte oder Landgerichtspräsidenten oder Oberstudienräte oder größere Unternehmer oder auch reich. Also wo die Väter wirklich große Unternehmen hatten oder in den Vorständen von großen Unternehmen saßen. Und was man immer wieder feststellen kann, ist, dass die Kindheit und Jugend, so wie man groß geworden ist, sehr prägend ist für die Wahrnehmung der Welt. Also wenn man, ich sag mal, so ein öffentliches Schulsystem als Beispiel nimmt. Ein öffentliches Schulsystem hat eine ungeheure Bedeutung, wenn man aus der unteren Hälfte der Bevölkerung stammt, auch wahrscheinlich aus den unteren 2/3 der Bevölkerung, weil es die einzige Chance ist, beruflich überhaupt nach oben zu kommen. Also irgendwie Berufe zu ergreifen, die qualitativ und auch was die Bezahlung angeht, dementsprechend, was man sich so vorstellt. Aber dem widerspricht doch die Tatsache, dass wir eine Akademikerschwemme haben, wie wir sie noch nie gehabt haben. Also die Durchlässigkeit ist doch offenbar da. Ja, das ist mit der Akademikerschwemme erst in den letzten 10 Jahren und das ist natürlich parallel dazu, dass wir heute ein anderes Hochschulsystem haben. Also der Bachelor, und das ist ja erstmal der Abschluss für die meisten, der Bachelor ist, was die Berufsperspektiven angeht, meines Erachtens, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, von ganz anderer Qualität als Diplom- und Staatsexamen früher. Das heißt, wir werden zunehmend Leute haben, und das haben wir ja auch schon erlebt, die mit einem Universitätsabschluss in Positionen sitzen, die sie sich früher damit nicht hätten vorstellen können, also als ganz normale Durchschnittsbeschäftigte. Und so rutscht das ganze Level nach unten. Aber das ist meines Erachtens auch nicht das entscheidende Problem im Bildungssystem. Im Bildungssystem besteht die Gefahr, dass unten ein Teil einfach abgehängt wird. Aber lassen Sie mich noch mal einmal kurz zurückkommen zu der Frage, wie Wirklichkeit wahrgenommen wird. Wenn Sie immer die Möglichkeit haben, die Kinder auf eine Privatschule zu schicken, also wenn die öffentliche Schule nichts taugt, dann nehmen Sie eben eine andere. Oder wenn die öffentliche Bibliothek nicht da ist, dann kaufen Sie die Bücher. Dann nehmen Sie eine öffentliche Infrastruktur anders wahr. Für die einen ist das etwas, was Ihnen geholfen hat, überhaupt irgendwie in dieser Gesellschaft nach oben zu kommen. Für die anderen ist das was, was es gibt, was letztendlich aber permanent ersetzbar ist. Und wenn man eine Wirklichkeit als Kind und Jugendlicher so wahrgenommen hat, dann prägt das auch politisch das Denken. Das ist genauso wie die Vorstellung jetzt bei der Erbschaftssteuer, dass das alles hart erarbeitet ist und dass da Generationen hart dran gearbeitet haben und dass deswegen der Staat da nichts mit zu tun haben soll. Das sind so Wahrheiten, die man in Haushalten von Unternehmern oder freiberuflichen Akademikern seit Generationen schon als Kind mitbekommt. Und das prägt dann Einstellung zur sozialen Gerechtigkeit. Also es war ja ein Ergebnis dieser Studie, dass soziale Gerechtigkeit von den Eliten als weit weniger schlimm empfunden wird
als diese Ungerechtigkeitsvorstellung, als das von der normalen Bevölkerung wahrgenommen wird. Und das Zweite, dass auch Maßnahmen, die man ergreifen kann, vollkommen anders gesehen werden. Ja, aber jetzt müsste, wenn dieser Zustand so ist, wie Sie den beschreiben, die Politik einen Ausgleich schaffen. Ein Ausgleich ist, Steuergerechtigkeit zu schaffen. Sie haben die Erbschaftssteuer gerade schon angesprochen. Was haben Sie denn für einen Eindruck in den letzten Jahren, wie die Politik mit diesem Thema umgeht? Wenn man sich mal so einen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung anguckt, dann liest der sich ja wunderbar. Da ist eigentlich alles besser geworden. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand. Das verfügbare Jahreseinkommen ist gestiegen. Die privaten Haushalte haben mehr Geld zur Verfügung. Und von all dem profitieren, so sagt dieser Bericht, dann auch die einkommensschwächere Gruppe. So schlimm scheint die Politik dieses Phänomen ja nicht zu nehmen. Nein, das ist auch bei den Armuts- und Reichtumsberichten immer zu sehen. Also ich kann mich noch erinnern, das war der erste Armuts- und Reichtumsbericht. Da war die Zielsetzung, nicht nur einen Armutsbericht zu verfassen, sondern einen Armuts- und Reichtumsbericht, weil früher gab es ja nur Armutsberichte. Und der Anteil an dem Gesamtbericht, der auf Reichtum entfiel, waren ungefähr 5%. Da hat man damals gesagt, gut, es gibt nicht so viele Zahlen über Reichtum. Reichtum lässt sich leichter verstecken als Armut. Das ist auch alles richtig. Inzwischen gibt es über Reichtum eine Menge Zahlen. Und wenn man sich den letzten Armuts- und Reichtumsbericht anguckt, der veröffentlicht worden ist, waren es wieder 5%. Und von diesen 5% entfiel die Hälfte auf die Frage, wie stiften Reiche ihr Geld, was tun sie Gutes damit für die Gesellschaft. Das heißt, das wirkliche Problem, was da drin steckt, dass sich ein Teil der Gesellschaft am oberen Ende den Verpflichtungen aus meiner Sicht, die sie dieser Gesellschaft gegenüber haben, zunehmend entzieht. Das Problem wird nicht wirklich ernsthaft angegangen. Und im jetzigen Reichtumsbericht, also ich war von, ja, ist das jetzt her im Arbeitsministerium zu einer Vorbesprechung und war dann etwas entsetzt, als ich dann von Frau Nahles gehört habe, dass man ja erstmal darüber diskutieren müsste, ob diese Armutsgrenze von 60%, ob das überhaupt sinnvoll wäre. Weil wir sind ja ein reiches Land und 60% hier ist ja was anderes als 60% in Portugal. Das weiß jeder, der sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Aber es macht ja wenig Sinn zu sagen, okay, hier muss keiner verhungern. Das ist so, das ist ein historischer Fortschritt. Aber Armut bemisst sich eben auch an der Teilhabe in einer Gesellschaft. Und wenn man als zuständige Ministerin versucht, im Vorfeld schon den zentralen Begriff eines Armuts- und Reichtumsberichts so in Frage zu stellen, dann lässt mich das befürchten, dass auch in diesem Armuts- und Reichtumsbericht die wirkliche Frage, was kann der Staat eigentlich unternehmen, dass diese Schere sich wieder schließt, dass die nicht ernsthaft gestellt wird. Musste sich eigentlich schließen? Haben wir nicht einerseits tatsächlich ein Vorurteil, was sich bewahrheitet, dass es immer Neid in der Gesellschaft gibt, dass ich immer auf denjenigen schaue, der das größere Auto fährt, das teurere Haus hat, die weitere Reise machen kann? Ist das nicht auf der anderen Seite erstens mal eine sehr typisch menschliche Art und auch auf der anderen Seite unter Umständen auch eine Motivation, danach auch zu streben, möglichst wohlhabend zu werden? Ist das nicht auch eine positive Motivation? Es ist ein Argument, dass das alles nur aus Neid entsteht, was es schon sehr lange gibt. Wenn man sich die Diskussion über Neid anguckt, also die ernsthafte Diskussion und ernsthafte Untersuchungen, dann stellt man fest, Neid spielt sich fast immer im sozialen Nahumfeld ab. Also es ist typisch an der Uni, der Assistent, der es nicht zum Professor geschafft hat, ist neidisch auf den, der es zum Professor geschafft hat. Oder im Medienbereich ein Journalist, der nicht so bekannt ist, ist neidisch auf den, der ganz bekannt geworden ist, weil er jeden Abend über die Bildschirme geht. Aber der Neid zwischen einem normalen Beschäftigten und einem wirklich reichen Großunternehmer oder irgendeinem Showstar, da findet kein Neid statt, sondern das ist, und die sind so weit weg, da kann man sich nicht vorstellen, dass man irgendwie in derselben Position wäre. Das heißt, aus meiner Sicht ist das eher eine Frage, so ein Gefühl von sozialer Gerechtigkeit, was von Land zu Land sehr unterschiedlich ist. Also was zum Beispiel in Deutschland als sozial ungerecht empfunden wird, wird in den USA noch akzeptiert. Umgekehrt würde ein Däne oder ein Schwede schon viel früher als ein durchschnittlicher Deutscher sagen, das geht nicht, das finden wir ungerecht. Das hat sich historisch so entwickelt. Aber es geht nicht um Neid, sondern es geht darum, was man als gerecht oder ungerecht empfindet. Und es geht natürlich auch um Konkurrenz. Das will ich nicht leugnen. Also wenn der Nachbar irgendwie ein schöneres Auto hat, dann mag das schon eine Rolle spielen, dass man gerne auch dasselbe Auto hätte. Aber das ist eben der Nachbar. Und die Nachbarschaft ist heutzutage meistens sozial
relativ homogen. Also man wohnt ja heutzutage nicht, wenn man irgendwie ein Durchschnittseinkommen hat, neben einem, der pro Jahr 2 Millionen verdient. Der wohnt meistens vollkommen anders und dementsprechend vergleicht er sich auch mit anderen Leuten. Wenn wir aber jetzt nochmal auf den Bereich schauen, der da eine Regulierung vornehmen könnte, wenn diese Schere so ist, wie Sie sie beschreiben und auch mit Zahlen belegen, nämlich die Politik, dann steckt doch dahinter eine Art von Menschenbild, eine Überlegung, wie Menschen miteinander auskommen können, auch wenn gewisse soziale Unterschiede da sind. Da sagen manche Staatsphilosophen, ja, der Staat muss einfach Druck ausüben. Das ist nun einfach etwa beim Staatsphilosoph Hobbes so, Druck ausüben, um die Gesellschaft zusammenzuhalten, auch wenn diese Spannungen existieren. Andere sagen, wir müssen da einen Ausgleich schaffen. Was macht die Politik denn aus Ihrer Sicht? Versucht die einen Ausgleich zu schaffen oder geht diese Schere immer weiter auseinander? Also wenn ich so die letzten 15 Jahre nehme, hat sich das verschoben. Also die deutsche Tradition nach dem Zweiten Weltkrieg war sehr lange, dass man versucht hat, Ausgleich zu schaffen. Also egal welche Begriffe, ob das ein rheinischer Kapitalismus ist oder Sozialpartnerschaft, aber es basierte immer darauf, dass man versucht hat, Unterschiede nicht zu groß werden zu lassen. Warum hat man das gemacht? Ist das ein Prinzip, ein ethisches, moralisches Prinzip der Politik? Nein, das ist schlicht und einfach, weil der Zweite Weltkrieg und davor der Erste Weltkrieg die Machtposition der Eliten in Deutschland doch nachhaltig in Frage gestellt hat. Also der Adel ist als Machtfaktor weitgehend ausgefallen. Der hat sich ja bis heute auch nicht wieder erholt und das wird vermutlich auch nicht mehr passieren. Aber auch die großen Unternehmer, die nach dem Zweiten Weltkrieg ja alle darum zittern mussten, dass ihre Unternehmen nicht enteignet werden, die haben Zugeständnisse gemacht. Das hat eine große Rolle gespielt. Und dann hat sich so ein System entwickelt, was ja auch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung für alle Beteiligten relativ lange gut funktioniert hat. Also solche Zuwächse an realem Wohlstand wie in den 60er und 70er Jahren waren ja vorher völlig unbekannt. Und da hat man sich arrangieren können mit 89 und dem Wegfall des Ostblocks und der Alleinherrschaft des Kapitalismus in dem Sinne, es gibt keine Alternative mehr, was Thatcher immer sagt, there is no alternative, ist meines Erachtens aus Sicht derjenigen, die in den Machtpositionen saßen, vor allem in der Wirtschaft, eine Möglichkeit deutlich geworden, wir können anders agieren. Dazu kommt die Globalisierung. Wir haben jetzt nicht nur im Ostblock, also Osteuropa, wir haben auch in China auf einmal ein riesiges Arbeitskräftepotenzial, was man anders nutzen kann. Und unter diesen neuen Perspektiven ist man mit dem alten Prinzip anders umgegangen, auch in der Politik, und man hat stärker auf Druck gesetzt. Also die Arbeitsmarktreform ist ja nur ein Beispiel dafür. Auch in vielen anderen Bereichen ist viel stärker auf Druck als auf Ausgleich gesetzt worden. Und das hat dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren, vor allem in Deutschland, wo dieses Prinzip ja vorher relativ fest verankert war, so eine Spreizung haben. Also ich nehme jetzt nur ein Beispiel. Wir hatten sehr lange, es gibt so historische Vergleiche, was verdient ein durchschnittliches Vorstandsmitglied in einem DAX-Unternehmen im Vergleich zu einem durchschnittlichen Beschäftigten. Und die Beschäftigten waren auch hochbezahlte Investmentbanker. Also die waren auch alle, oder auch selbst bei Daimler oder bei VW, die normalen Arbeiter sind ja auch im Vergleich zur durchschnittlichen Arbeiterschaft sehr gut bezahlt. Und das war lange so ein Level, die verdienten 14 Mal so viel. Das war so dieses Ausgleichsprinzip. Die verdienten deutlich mehr, aber es waren immer so 13, 14, 15 Mal so viel. Das galt bis Mitte der 90er. Inzwischen sind wir beim 54-fachen. Also binnen von 2 Jahrzehnten hat sich das dramatisch auseinanderentwickelt, weil die Möglichkeit bestanden hat für das Management, auf einmal Einkommen für sich beschließen zu lassen durch die Aufsichtsräte, die vorher unvorstellbar waren. Also wenn ich zurückdenke, vor 20, 30 Jahren hätte sich niemand vorstellen können, dass in Deutschland ein Vorstand 5 oder 6 oder 8 oder 10 oder 12 Millionen verdient. Das war einfach nicht möglich. Auf einmal ist das alles möglich, und wenn es möglich wird und man hat die Macht, das auch real werden zu lassen, dann machen die meisten das. Ja, aber wenn Sie sagen, auf der anderen Seite, wenn man nicht sozusagen der Nachbar dieses Herrn mit den 12 Millionen ist, dann ist das so weit weg, dass man da eigentlich im Grunde sagt, naja, würde ich auch gerne verdienen, aber der direkte Neid ist gar nicht zu spüren. Dann entwickelt sich da doch eigentlich nicht das, was Sie sagen, nämlich die Gefahr für die Demokratie, also die mögliche Rebellion, diese Auseinandersetzung zwischen Arm und Reich, die in einer Gesellschaft passieren könnte. Nein, die entwickelt sich auf einem anderen Wege. Also auf der einen Seite entfernen sich die oben immer weiter von der normalen Bevölkerung, und dieses
erstmal sehr platte Argument, das sind die da oben, mit denen, die haben mit uns sowieso nichts zu tun, bekommt mehr Nahrung. Was aber wichtiger ist, die Unternehmen und